eine Meditation mit euch machen. Und die Quelle dafür machen wir dann nach dem Retreat, wenn ich mit euch die Schriften lese. Da könnt ihr dann einschlafen. Überprüfe dein Telefon. Schneuz dich. Braucht jemand ein Taschentuch? Leben könnt ihr Hornbläser werden. Und dann lasst euch nieder, schließt die Augen und bekommt keinen Jetlag. Entspann deinen Mund, zartes Lächeln, entspann die Augen, lass alles los, an was du gerade denkst. Du kannst es später wieder tun. Es wartet auf dich. Entspann die Schultern, entspann die Finger. Habt einfach Spaß. Genieße es. Und gib all deine Ängste und Sorgen auf. Du kannst dich später darum kümmern. Die hören erst auf, wenn wir sterben. Mach eine Dharma-Pause. Nimm Kontakt mit deinem Lehrer auf, in der Mitte deines Herzens. Geh ganz tief, wie wenn du in ein Schwimmbad hineintauchst, ganz, ganz tief in dein Herz hinein. Und dort unten triffst du dann deinen Lehrer. In einem Zuckerkorn. Es ist gerade so groß, dass ihr beide darin Platz habt. Und sitze dort mit ihm, ganz still, im Innern deines Herzens. Sitz mit ihm im Innern dieses Zuckerkorns, das ganz klar ist. Nimm dir einen Moment Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Und verbinde dich mit deinem Lehrer.
Und jetzt bitte ich euch, an die Situation in deinem Leben zu denken, die dir die meiste Angst gemacht haben. Ich erzähle euch meine Geschichte. Ich war im Retreat weit weg von anderen Leuten und er wurde von einem Skorpion gebissen. Und er glaubte, dass es die Art ist, die dich töten kann. Und er hatte eine sehr bestürzende Erfahrung, in der er dachte, eine halbe Stunde lang, dass er sterben würde. Er dachte, ich bin zu weit von anderen Menschen weg, die mir helfen können. Und denk an eine ähnliche Situation, eine Situation in deinem Leben, die hoffnungslos und gefährlich war. Ich kann mich selber erinnern, zum Beispiel, ich war in einem Flugzeug und die haben uns gesagt, dass die Reifen nicht funktionieren und wir eventuell sterben würden. Denk an den Moment, den traurigsten, den gefährlichsten Moment in deinem Leben. Den Moment, an dem du am verzweifelsten warst, wo du geglaubt hast, es ist unmöglich. Versuch dich an so einen Moment zu erinnern. Und die Anweisungen im Lam Rim für diese Momente. Normalerweise hast du zu viel Angst, um in so einem Moment über Leerheit nachzudenken. Oder es ist keine Zeit, weil das Flugzeug abstürzt. Du hast noch ein paar Minuten, nachdem dich der Skorpion gebissen hat. Und es ist sehr, sehr schwierig, in so einem Moment klar zu denken. Klar zu denken über die Leerheit oder durch den Prozess des Sterbens zu gehen. Und im Lam Rim heißt es, in diesen Momenten, sag einfach den Namen deiner Zuflucht. Sag einfach Lama, Lama, Lama. Sag den Namen deines Lamas oder Buddha. Wenn du kannst, dann sprich ein Mantra. Das Mantra deines Lamas, Om, dann der Name deines Lamas, also wenn der Lama John Brady heißt, dann mach John Brady. Du hast zu viel Angst vor allem anderen. Du kannst das ultimative Zufluchtsmantra sagen, Om, Johnny, Brady, Achung.
Um John Brady Ahung, um John Brady Ahung. Es heißt, hilf mir John Brady, wenn es dein, wenn er dein Lehrer ist. Oder du verwendest den Namen deines Lehrers. Om, sag den Namen deines Lehrers und dann Ahung, wenn das Flugzeug wirklich abstürzt. Dann kannst du dich vielleicht nicht an das Mantra erinnern. Deswegen heißt es im Lamrim, sag einfach nur den Namen deines Lamas, John, John, John. In dieser Meditation praktizierst du das. Du übst den Namen deines Lamas zu sagen, wenn du in ernsthafter Gefahr bist. Wenn du zu traurig oder zu ängstlich bist, um dich an irgendetwas anderes zu erinnern, dann sag einfach nur den Namen John, John, John und dann kommst du am Boden auf. Mit dem Namen deines Lamas auf deinen Lippen. Praktiziere das. Im Geiste. Erinnere dich an so eine Situation und stell dir vor, wie du es wiederholst, wie du den Namen deines Lamas wiederholst. Wenn etwas Gefährliches passiert oder wenn du gerade stirbst, hier verbringen wir ein paar Minuten. Dann konzentriere dich wieder auf deinen Atem, drei lange Ausatmungen. Nimm Kontakt mit dem Lama in deinem Herzen auf. Und dann bring deinen Geist zurück in diesen Raum und dann kannst du die Augen aufmachen, dich strecken. Wie heißt die Meditation? In Momenten der Angst und des Leids. Alleine die Worte heißt es danach. In unserer Linie, in der Diamond Mountain Linie, unsere Linie. Wir Tsongkhapyana. Wir sind die neue Tsongkhapyana. Wir sind gut darin. Wir versuchen keine bedeutungslosen Rituale durchzuführen. In den Tempel gehen, Räucherstäbchen,
anzünden und dann landen wir in Tushitas Himmel. Wir ermutigen die Leute nicht, so etwas zu tun, weil es ihnen nicht hilft oder weil sie es nicht verstehen. Aber es gibt ein paar Ausnahmen. Wenn du wirklich an deinen Herzenslehrer glaubst, wenn du eine gute, echte Beziehung zu deinem Herzenslehrer hast, egal ob es eine lebende Person ist oder ein Buddha, der vor 1000 Jahren gelebt hat, oder jemand, den du noch nicht getroffen hast, oder aber den du dir vorstellen kannst. Jeder von ihnen hat die Macht und die Kraft. Die Kraft deines Herzenslehrer ist so groß, dass wenn du nur seinen Namen sagst, wenn du extreme Schwierigkeiten auch in diesem hast, also zum Beispiel, wenn du das Flugzeug abstürzt, kurz bevor du auf den Boden knallst, oder wenn der Skorpion dich gebissen hat, es funktioniert aufgrund der Macht deines Namens. Der Name deines Herzenslehrers ist kraftvoller wie der Name des Buddhas. In dieser Meditation übst du einen Autounfall, oder du übst dich im Flugzeugabsturz, oder du übst dich in was auch immer. Mir ist es mal passiert, der Typ ist mir zu dicht aufgefahren und ich habe gebremst und dann ist er ärgerlich geworden und hat mich verfolgt. Und dann bin ich um die Ecke gefahren und dann ist er ausgestiegen und hat auf mich geschossen und ich habe das Pulver echt an meiner Backe gespürt und es ist durch die Scheiben durchgegangen und hat mich verfehlt. Also wenn dir so etwas passiert, zum Beispiel wenn jemand auf dich schießt, dann sag den Namen deines Lamas und dann da. Und es ist gut. Es ist ausreichend. Habt das okay? Also wir üben das in den 3 Tagen. Was mache ich, wenn jemand auf mich zukommt und mir in den Kopf schießt? Dann solltest du was zur Hand haben. Erinnert ihr euch an Tom Cardy, an seinen Bruder? Auf den ist einfach jemand zugegangen und hat ihn mit der Faust total ins Gesicht geschlagen und er ist umgefallen, geblutet und hat gesagt, wow. Und dann kannst du sagen, wow. Also in der Meditation 14 ist der Notfallkoffer, drückt den Knopf, Lamas Name.